Mäuse. Tschüss. Mama. Viel Spaß im Kindergarten. Warte auf mich. Mit was? Also, soll ich einen Kaffee machen, Papa? Ja, bitte. Guten Morgen, meine Lieben. Der Papa ist wieder da. Wir trinken jetzt unseren Kaffee und starten in den Tag. Jetzt haben wir zusammen eine Küche gemacht, Geschirrspüler ein- und ausgeräumt. Nein, aus- und eingeräumt. Ausgeräumt haben wir auch? Ich habe ihn ausgeräumt. Also, ich nicht. und ja, Mädels sind im Kindergarten, die Michelle ist auch in der Schule und der Patrick ist unten im Distance Learning. Nee, immer kann. Schooling. Ja, was machst du heute? Keine Ahnung, was machst du heute? Ich muss im Rollen. Nein, ich meine, hast du keinen eigenen Plan? Arbeitstechnisch? Puh. Ah, was ist das? Nein, ich meine, ich muss zum Beispiel Online-Shop arbeiten. Okay, und ich muss das Video schneiden. Ja. Und dann vielleicht wie Mittag. Ich bin ein bisschen müde. Ich muss für Mittag was zum. Ah ja, was gibt's heute? Was zum Mittag kochen? Keine Ahnung. Hühnchenfleisch. Ich habe ein Biohuhn. Landhirn. Ich glaube, diese Woche, morgen kommt Restmüll. Morgen ist was, Mittwoch? Ja. Morgen kommt Restmüll in gelber Sack. Ja, gelber Sack! Das sind die Sorgen eines Mannes. Gelber Sack, gelber Sack. Wann kommt die Restmülltonne? Wann kommt. Hier ist jemand, ja. Naja, wenn es einmal verpasst hat, dann kannst du die Restmülltonne einen Monat schön grüßen und die Papiertonne zwei Monaten. Ja, ist ja bei unserem Land so, da kommt es nicht so oft. Ich meine, als wir noch in Wien waren, waren wir verwöhnt, weil dann kamen die einmal die Woche, oder? Ein bis zweimal die Woche. Genau. Und hier waren wir schockiert. Was? Einmal im Monat? Aber als ein Familienhaus. Das reicht vollkommen. Aber zwei Monate in eine Tonne, das gibt sich nicht aus. Nein. Deswegen aber wir teilen das eh so gut ein. Außerdem kann man sich eine größere Tonne nehmen. Ja, ja, aber deswegen darf man den Termin nicht verpassen. Mhm. Weil wenn er fährt und die Tonne nicht am Boden vorbereitet ist, das Tür war schnell ausgeartet, wie ihr seht. Also hier gibt es schwerwiegende Müllprobleme. Ja, wir haben massive Müllprobleme. Na gut, meine Lieben, bis später dann. Der Papa und ich gönnen uns noch ein Frühstück und einen heißen Tee. Boah, ich sag's euch, dieser Tee, der ist so lecker. Von der Teekanne, Winterzauber. Nein, du hast Winterzauber, oder? Ja, Winterzauber, ja. Ich habe Kaminzauber, das ist der braune. Der ist auch so lecker. Mit Bratapfel oder so, gell? Ach, super. Ich glaube, links hinter dir. So schaut der aus. Mega lecker. Perfekt für die Weihnachtszeit. Aber Winterzauber ist auch gut, weil da ist Spekulatius und sowas drin. Spekulatius ist drinnen? Ja, dieses Aroma halt. Zimt, Äpfel. Und auf jeden Fall, ja, wir frühstücken. Papa hat nur ein bisschen Käse und dann Marmeladenbrot. Und ich habe mir ein Omelett, also ein Rührei gemacht mit Schinken und Käse. Wir werden auf jeden Fall mal jetzt ein bisschen was frühstücken. Wir sind schon wach, wir haben Kaffee getrunken. Und dann machen wir uns an die Arbeit, bevor dann die Kinder kommen. Und zum Mittagessen müssen wir ja auch noch vorbereiten, oder? Mhm. Ich denke, ja. Ja. Wann sollen wir das in den Backofen schicken? Schieben. Ist jetzt 10 Uhr. 11 Uhr. 11 Uhr? Ja, dann machen wir das dann. Ich habe jetzt gar nicht mehr gevloggt, wir haben uns jetzt nach dem Frühstück dann gleich an die Arbeit gesetzt, gleich an die Computer. Jeder für sich und hat so einiges abgearbeitet, bis die zwei kleinen Mäuse wieder da sind. Die sind jetzt wieder da, der Papa hat sie abgeholt. Jetzt dürfen sie ein bisschen iPad schauen. Und dann haben wir jetzt eine Mandarine gegessen. War das lecker? Du kleine Mandarine. Heute habe ich sie übrigens im Partnerlook angezogen. Schaut mal her. Schaut mal, ich zeig dir mal euer T-Shirt. Wow, Partnerlook. Und ja, die Mädels sind ja jetzt da, das heißt, wir müssen was zum Mittagessen zubereiten. Das Hühnchen, das wir eigentlich zubereiten wollten, das war nicht im Kühlschrank, so wie gedacht. Nein, das war im Tiefkühler.
Und wir haben gedacht, das ist im Kühlschrank. Deswegen können wir das jetzt nicht zum Mittag natürlich zubereiten und werden das jetzt aufs Abendessen verschieben. Und zum Mittagessen gibt es jetzt einfach das, was ich gestern gekocht habe. Und zwar Resteverwertung. Ich habe gestern nämlich eine leckere Lasagne gemacht. Und da ist nur mehr so ein kleines Stück über und die werde ich jetzt auf Luisa und Lara aufteilen. Ich habe gestern übrigens nicht gevloggt. Oh. Gestern war Montag, weil gestern ging es mir so schlecht. Ich hatte so niedrigen Blutdruck. Ich war einfach außer Gefecht gesetzt und ich habe mich irgendwie durch den Tag gekämpft. Bin viel gelegen. Habe zwar natürlich auch ein bisschen was gearbeitet. Mit dem Papa das Video mit dem Namen gedreht und am Laptop. Für die Webseite habe ich einiges gemacht, aber ja, irgendwie ist mein Kreislauf wieder voll down. Und heute ist auch nicht so gerade ein guter Tag. Also ich merke, dass mein Kreislauf wieder so am Zusammensacken ist. Aber ist ja nur mal ein bisschen, bis das Baby kommt. Und dann habe ich wieder hoffentlich einen normalen Körperzustand, wo mir nicht schlecht ist oder wo ich nicht halb umfalle und keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt, also die Lasagne, die habe ich jetzt aufgewärmt in der Mikrowelle. Aber vorerst sage ich mal zum Papa tschüss. Bist du schon ready to go? Ja, ich brauche noch meine Karte. Ja. Papa fährt jetzt wieder zur Physio und ein bisschen Licht einschalten. Ist so dunkel, oder? Ja, besser. Süß. Schön, Mama. Viel Spaß bei der Füße. Holst du deine Michelle ab, oder? Ja, alles klar. Bis dann. Bye, bye. So? Willst du es da reinstopfen? Wolltest du den Pölster mitnehmen? Und happy? Ja! Super. Bitte. Weißt du? Ihr müsst ein bisschen tiefer reinrutschen, ha? Luisa, wer da rauf? Lara, du musst dir den Polster ein bisschen raufziehen. Oder? Ist der Liege. Ohne Streit. Luisa, jetzt kannst du liegen. Leg dich ganz rauf. Die Luisa ist ein bisschen knatschig. Sie ist vor allem auch jetzt immer so extrem müde, wenn sie vom Kindergarten kommt und will aber auch nicht schlafen. Aber die Höhle ist richtig cool geworden. Schaut euch mal an, wie das aussah. Hat die Höhle ganz gut, schön gemacht. Habe ich sie schön gemacht? Die Lara hat sich jetzt mit dem iPad gemütlich gemacht. Wenn es in diese Richtung geht. Magst du mit mir oben kuscheln auf der Couch? Ich habe mir jetzt auch was zum Essen gemacht. Ich habe mir so Nussnudeln gemacht aus Kartoffelteig. Und ich will auch ein bisschen davon essen. Sicher. Pass auf nur, dass sie nicht heiß sind. Probier mal vorher. Ups. Luisa, magst du deinen Tee noch trinken? Bubi, Bubi, Bubi. Ist gerade nicht so einfach, gell? Ja. Also ich habe eigentlich vollstes Verständnis für ihren Zustand. Ich kann mich erinnern, die anderen waren auch so. Das ist so Kindergarten. Das ist, sie kommen in ein Alter, wo sie irgendwie... Ja, irgendwie... Mama. Irgendwie sich noch nicht so mitteilen können, was sie empfinden, finde ich. Auch wenn sie reden kann. Kann sie mir noch nicht so genau sagen, warum sie jetzt gerade wütend ist. Und was? Mit lacht sie wieder. Ja, und die Lara war genauso. Also bei der Lara kann ich mich am intensivsten daran erinnern, dass sie mit 3 genauso schwierig war. Und jetzt ist sie das liebste Mädchen überhaupt. Ich habe leider wieder so niedrigen Blutdruck. Das ist so, der macht mir wirklich zu schaffen. Und da kann ich jetzt auch nicht so liegen, weil ich muss ja jetzt mit den Mädels sein. Geh Mädels, magst du auch probieren? Hallo meine Lieben, ich melde mich auch mal in diesem Vlog. Ja, also ich bin jetzt von Physiotherapie nach Hause gekommen. Ich habe die Michelle auch beim Nachhausefahren auch von der Schule mitgenommen. Ja, also ich habe sie abgeholt und jetzt sind wir zu Hause. Wir wollen was essen, weil wir mega hungrig sind, vor allem die Michelle. Ich bin jetzt ready zu kochen.
Heute gibt es auf der Speisekarte fürs Abend, oder besser gesagt unsere Abendessen, Notprogramm, weil ein Hühnchen im Backofen mit selbstgemachten Kartoffeln und Polenta. Ich habe schon gesagt, dass wir es eigentlich zu Mittag machen wollten, aber wir haben ja. Es war tief eingefroren. zu Mittag ging es nicht, aber jetzt am Abend doch. Also da ist das gute Stück. Ich habe ihn vorbereitet, gut gewaschen, rasiert. Und da habe ich die Marinade gemacht. Es kommt noch ein bisschen Knoblauch dazu. Aber nur wenig, oder? Ja. Und dann im Backofen. Du bist nicht das Backofen, aber. Ich habe auch was im Backofen. So, und jetzt werde ich den Knoblauch zu der Marinade dazugeben und gut miteinander verrühren und dann das Hühnchen reingeben und gut schmieren. Mein Hühnchen ist jetzt fertig und wird gleich gebräunt. Er kommt jetzt im Backofen für ca. 2 Stunden bei 180 Grad. Und tschüss! So, mein Hühnchen ist jetzt im Backofen und in der Zwischenzeit werde ich die selbstgemachte Pommes machen, denn das braucht auch ein wenig Zeit. Und es ist genau perfekt, also wenn das fertig ist, sind die Pommes auch fertig. Viele von euch haben gefragt, warum so eine Kerze immer da brennt, ob das ein Zufall ist oder irgendeine Bedeutung hat. Ja, die Kerze hat eine Bedeutung. Es ist manchmal unterschiedlich. Einmal brennt für mein Papa, einmal brennt für mich und meine Ruhe, einmal brennt für meine Familie und etc. etc. Man kann es so gestalten, wie man möchte. Man muss nur daran glauben. Also, dann fangen wir gleich an. Also, die selbstgemachte Pommes schmeckt immer, aus meiner Sicht, oder zumindest für mich, viel, viel besser als die tiefgefrorenen, aber ab und zu die tiefgefrorenen sind auch mal gut, wenn es schnell gehen muss. Und ja, das haben wir auch manchmal zu Hause. Also es ist nicht so, dass wir nur sowas essen, sondern manchmal auch die tiefgefrorenen. Aber selbst gemacht, wie gesagt, aber es schmeckt besser und es macht einfach Spaß zu kochen. Mama bereitet sich hier vor für ein Instagram-Posting. Ja. Denn es gibt für euch was ganz Tolles. Also schaut auf jeden Fall am Wochenende, ich weiß noch nicht ganz genau, wann das posten, Samstag oder Sonntag, vorbei auf Instagram, Mistiana Diamanta, weil da verlosen wir eine Nintendo Switch Lite und so ein Mario Kart Home Circuit. Das ist so ein kleines Mario Kart Auto. Mit Videokamera. Mit Videokamera. Man macht seine eigene Rennstrecke bei sich zu Hause, genau, gell? Genau, auf jeden Fall eine Switch Lite und dieses Spiel ist ein Warenwert von 360 Euro. Könnt ihr noch für Weihnachten gewinnen. So, wir lassen die Mama weiterarbeiten. Ich muss auch am Schreibtisch kurz anschauen. Kurz anschauen, wie das Essen aussieht. Ja, Pommes braucht noch ein bisschen. Abendessen ist fertig, das Hühnchen schaut sehr lecker aus und knusprig. Und ich glaube, Pommes haben wir mehr als genug. Ja, und die Familie kann dann kommen. Du bist auch damit gemeint. Kommst du auch essen? Hm? Du kriegst das ganze Hühnchen und wir bekommen dann die Pommes. Abgemacht? Gib mir 5. Nase. So, ihr Lieben. Hey, was ist das? Ich weiß, so kurz verwundert, wo die Zahnbürste von der Luisa ist, aber sie hat sie sich scheinbar schon selber genommen. Wir haben jetzt gegessen und jetzt ist halt zu Bett geteilt, es wird Zähne geputzt
Und dann gehe ich die Kleinen ins Bett bringen. Wir wechseln uns eigentlich immer ab. Also mal ich, mal der Papa. Wenn es mir ganz schlecht geht, dann muss es der Papa machen. Manchmal machen wir das auch zusammen. Das heißt, wir gehen dann, ich kuschel mit Lisa und der Papa mit der Lara. Und dann bringen wir die Mäuse ins Bett. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich auch noch mal vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Wir werden uns dann morgen wiedersehen. Ich hoffe, da geht es mir ein bisschen besser. Der Papa hat mir nämlich heute Eisen gekauft. Mit Vitamin D2. Heißt das so? Mama, ich glaube, ja. Achso, ja, ich putze gleich bei der Luisa selber. Und ich schauen wir mal, vielleicht geht es mir dann die Tage ein bisschen besser. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.